Daraus können wir nämlich schließen, für eine rationale Sprache L, also eine Sprache, die ich nun durch einen endlichen Automaten akzeptieren kann, hat dieses Tilde L stets endlichen Index. Das heißt, da gibt es immer endlich viele Äquivalenzklassen. Das ergibt sich aus der Überlegung, die wir hier hatten, dass das Biest immer endlichen Index hat. Ja, der Index hier ist typischerweise größer als der. Das meint der Begriff der Verfeinerung. Aber wenn das schon endlich ist, dann muss das auch endlich sein.